Kopf zerstört. Sehr schön. EMP ist wahrscheinlich ausgewichen, oder? Jawoll. Genau so wollte ich es haben. Unfall entkommen. Jetzt nehmen wir die Abkürzung. Hier sind sie manchmal zu dämlich oder meistens zu dämlich, zu sie zu nehmen. Boah, Alter. Nagelbandtreffer erneut. Du schadest damit mehr mir als dir. Dir mehr als mir, so. Oh, das war nicht so gut. Wir kriegen gerade irgendwie gar keinen Schaden. Da bist du gestellt. In your face. Aus der Straße mit dir. Keiner will dich haben. Boah, die halten jetzt immer gar nichts aus. Und noch einer zerstört. Sehr schön. So will ich das sehen. Jetzt bockt das Spiel wieder. Nein! Die Verfolgung hat die Straße verlassen und bewegt sich in Richtung Bautunnel. Oh ja. Das tut sie. Ja. Was auch immer. Na, nicht da reinfahren. Okay, gut. Ich wollte gerade wieder in letzter Sekunde die Abkürzung nehmen und dabei verrecken. Aber das wäre nicht so geil gewesen. 7 Kilometer und es ist kein einziger. Ach, wie geil. Haben wir alle Cops ausgeschaltet oder was? Das finde ich gut. Dann können wir halt die ganze Verfolgungsmusik noch genießen. Müssen aber trotzdem noch innerhalb der Zeit reinkommen. What the fuck? Alle Einheiten, wir messen einen Energieanstieg beim Verdächtigen. Seid vorsichtig. Sowas von Turbosystem. Turbosystem offline. Okay. Kurz vorm Ziel werde ich das nochmal zünden. Turbo hilft auf jeden Fall. Das war. Ich glaube, wir haben alle ausgeschaltet, oder? Ja, saugeil. Jetzt sind wir einfach mal ein Nagelband so zum Spaß. Da ist doch niemand mehr. Schon geil. Ach, hier bin ich so legendär gecrashed. Genau, das war diese Stelle hier. Die muss ich mir merken. Die muss ich mir auf jeden Fall merken. Die Stelle war geil. Die war richtig geil, die Stelle. 2,4 Kilometer. Komm, go, 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 go. Abkürzung. Ich muss mich so ein bisschen konzentrieren, Leute. Go, 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 go! Nein! Eine Sekunde. Verdammt. Aber Silber haben wir erhalten. Das ist auch in Ordnung. Das kann ich akzeptieren. Eine neue Belohnung haben wir erhalten. Neuen Wagen. Lamborghini Gallardo Spider aus der Super-Serie. Dann zeig mal her. Lamborghini im Wandel. Wert $240.000, alles klar. Dann würde ich sagen, ein Rennen machen wir noch und dann mache ich auch Schluss für heute. Was können wir noch machen? Ich habe Bock auf noch eine Racer. Hot Pursuit. Ja, warum nicht? Ford GT könnten wir mal einfahren, oder? Wir nehmen mal die silberne Lackierung. Die Frau ignorieren wir wie immer, weil mir das einfach zu lange dauert mit der ganzen Gequatsche hier. Kann ich gar nicht ab. Nee, nee. Gar nicht ab. Kein bisschen. Oh, erstmal schön strecken hier. Boah, wieder komplett müde von der Arbeit nach Hause gekommen. Wenn man nur 3 Stunden schläft, ist es auch kein Wunder, dass man ein bisschen müde ist. Und nein, ich habe nicht die ganze Nacht gezockt. Ich war einfach nur bis dahin wach. Ich konnte einfach irgendwie nicht schlafen. Ich weiß auch nicht warum. Ford GT geht ja mal richtig ab. Der geht ja mal richtig heftig ab. Hammergeil.
Ach, wir kriegen wieder keine Musik. Ja, ja, klar, macht Sinn. Wo fahren die alle? Nee. Der andere fährt noch einen Ford GT, aber der nicht. Boah, der Ford GT geht ja richtig ab in dem Spiel. Oder kommt mir das nur so vor? Ist auf jeden Fall verdammt schnell. Und so langsam könnte jetzt die Polizei kommen. Denn ganz ohne Musik bockt das Spiel auch nicht. Es sei denn, ich habe alle Polizisten ausgeschaltet. Und crashe fatal wie ein Vollidiot. Ach cool, ich habe noch einen mitgerissen. Das ist geil. Lol, ich bin komplett von der Straße gefahren. Ist auch mal geil. Hab ich auch noch nicht hingekriegt. Glaube ich zumindest. Ich wüsste es spontan nicht, wann ich das hingekriegt habe. Da hast du den Nagelmann-Treffer. Ach, und da kommt auch schon die erste Streifeneinheit. Nagelband einsatzbereit. Auf Streife. Ich bin auf Streife. Ich bin auf Streife. Oh Gott. EMP. EMP Takedown. Sehr, sehr schön. Ich glaube, es ist ja komplett ausgeschaltet und kann gar nichts mehr machen, oder? Hoffe ich mal zumindest. Boah, nerv nicht. Kopf zerstört, 500 Kopfgeld. Fahrzeug ausgefallen, ziehe mich zurück. Abschleppwagen ist unterwegs. Nein! Verdammt. Auf ein neues. EMP-Treffer bestätigt. Boah. Ach so, bestätigt, okay. Hä, ich hab dich gar nicht gerammt, was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Hä? Du hast mich gerade blamiert von der Frau, hä? Angelo Merte wäre nicht stolz auf dich, hä? EMP, ich schwör, Digga. Ja, deine Mutter ist auch gleich als das bereit, Homeboy. Ich schwör, Digga. Kommst du vorbei? Gangster. Haftbefehl und so. Ho. Ja. So viel dazu. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Wir müssen auf jeden Fall noch drei Stück überholen. Drei Stück müssen wir noch überholen. Ach so, ach so. Ach so, tut mir leid. Der wollte noch sterben. Dann ist er gut. Warum bin ich gecrashed? Warum? Weißt du, normalerweise... Ach, egal. Oh, ich bin Zweiter. Ist ja geil. Och, das ist ja geil. Wo ist denn der Erste überhaupt? Ist mal im Ernst, wo ist der Erste? Wie weit ist bitte der Erste? Oder ist das der Erste, der davon ist? Keine Ahnung. Muss das eigentlich so 15 Kilometer lang, so 20 Kilometer insgesamt? Das verstehe ich nicht so ganz. Oh, nicht so geil. Habe Sichtkontakt zu einer Gruppe Raser. Sind sehr schnell. Ich hoffe, ich kann sie einholen. An alle Einheiten, das Kommunikationssystem. Nagelbandtreffer. Bitches. Da ist wieder eine so eine. Ja. Wo kann man am besten durchbrechen? Da. Sehr schön. Zentrale. Verdächtiger hat die Straßensperre umfahren. Wir sind Zweiter, immer noch. Der Erste ist ganz schön weit vorne. Da ist eine Abkürzung. Ja. So viel zur Abkürzung. Was? Bist du nicht noch getakedown worden? Bist du nicht noch getakedown worden, Kollege? Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Der kriegt auch wieder mal einen schönen EMP-Treffer reingewirkt. Ach, 10 Kilometer. Wir sind auf dem vierten Platz gerutscht. Das ist gar nicht gut.
Oh, das ist gerade so spannend. Das ist heftig. Oh, die sind so weit vorne, das geht gar nicht. Ich muss irgendwann ein Turbo raushauen, aber ich habe nur noch ein einziges. Ich heb mir das für die letzte gerade Strecke auf. Die letzten 3 Kilometer oder so. Davor muss es einfach so gehen. Nein! In der Kurve. Scheiße. Wir haben leider keine Straßensperren als Racer. Warum sollten wir auch? Ist ja Polizeieinheit, aber trotzdem. EMP haben wir keines mehr. Auch geil, Takedown. Highlight-Kamera hat mich durch die Kurve geleitet. Das ist sehr schön. Das ist ein Dritter, immerhin. Der Dritte zu sein ist auch nicht das Wahre. Nee. Boah, wie weit ist denn bitte der Erste eigentlich? Das geht ja mal gar nicht. ...1,5 Sekunden den Zweiten. Ja, das sehe ich anders. Das sehe ich ganz anders. Mir kommt das vor wie gefühlte 3 Stunden. Was? Überholt der Mist, sagt mich noch. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir aber. Die Motherfucker, die Motherfucker, die Motherfucker, die. Go! Und noch Turbo. Turbo, Nitro. Ein Kilometer bis zum Ziel. Nein, nein, nein. Das war schlecht. Nein. Nein, wir sind... Mann. Scheiße, Mann. Gott, Bronze. Oh, so knapp von der... Ja, geil. Hätten wir das jetzt nicht verbockt, hätten wir nur eine Fahrerstufe erreicht. Ja. Super. Naja, Ausrüstung verbessert. EMP Stufe 3. Können wir gebrauchen, auf jeden Fall. Hudson Tech. Modernste Automobiltechnologie für den Zubehörmarkt. Nach jahrelanger Forschung des K-Projekts präsentieren wir die 3. Generation mobiler NNEMP-Systeme. Mit der 100-fachen elektrischen Ladung eines Blitzschlags stellt dieser Generator die ultimative elektromagnetische Einsatzwaffe dar. Zusammen mit dem Militär entwickelte Zielalgorithmen sorgen für 75% schnellere Zielerfassung. Wisst ihr, was mir gerade so aufgefallen ist? Wenn jetzt mein Audacity meine Stimme nicht aufgenommen hat, dann kriege ich echt einen Kotzreiz. Aber gut, ich sehe, dass wir keine Zeit mehr haben. Das war, naja, eine komische Aufnahmesession, weiß ich nicht, irgendwie doof. Nächstes Mal wird's besser. Nächstes Mal habe ich auch mehr Bock drauf, aber ich werde auf jeden Fall noch mein Need for Speed Hot Pursuit weitermachen. Also keine Sorge, ihr werdet auf die nächsten Parts noch bekommen. Ich glaube, danach kommt auch schon der erste Part von Assassin's Creed 3 raus. Ich muss mal sehen, es ist ja am 31. Oktober, bis dahin werde ich auf jeden Fall noch einige Parts raushauen können. Währenddessen werde ich natürlich auch noch was raushauen, aber Assassin's Creed 2 wahrscheinlich nicht mehr. Jedenfalls nicht, solange Assassin's Creed 3 da ist. Sonst habe ich einfach zu viele Projekte. Assassin's Creed 2 wird dann nachher weitergesetzt, nach Assassin's Creed 3. Aber gut, das ist jetzt gar nicht das Thema. Ich bin das Cornflake-GP. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Bis dahin, haut rein, Leute. Viel Spaß mit den Videos und ciao.